So, hallo, hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal VSS Dennis 09. Ja, ihr seht schon heute, öffne ich für euch die, öffne ich, ich bin schon, nee, Mappen-Update heute, klar, habe ich euch versprochen, kommt. Ja, wir gucken uns heute die Albums, das Album mal an, nach all dem, was wir jetzt geöffnet haben. Ich habe immer nur vor der Kamera geöffnet. Ja, wir gucken an. Ihr seht, was ich besitze. Ja, wie gesagt, ihr seht hier drei Rare-Karten, Invincible, Davis und Mbappe. Mbappe. Ja, hier kommen die Teams halt, ihr seht's. Ja, hier immer neuen Base-Karten. Hier haben wir so Special-Karten, Titan-Dominator und Magician. Hier oben immer zwei Fans außen, Kapitän, Logo, hier immer Trikots, Line-Up, ja. Das baut sich so auf, ihr seht's. Ja, wir werden aber interessanteren Teams mal weiter drauf gucken. Ja, ihr seht ja hier, wie es aussieht. Ja, wie es gefüllt ist. Denk mal, dass die Tage auch nochmal ein paar Unboxings dann kommen werden. Und wenn ich dann durch bin, vielleicht jemand sich erüblichen möchte zu tauschen, kann mir gerne bei Instagram schreiben, VSS Dennis 09 oder Dennis Soccer Cards müsste es sein. Ja. Hier, wie gesagt, Chelsea zum Beispiel. Ja. Es ist schon eine ganz coole Serie. Liverpool jetzt hier. Ja, was gibt's? Ja, wir gucken einfach durch, würde ich sagen. Manchester City hier mit Haaland Dominator. Hier drüben fehlt noch eine Base. Fans Favorite Foden. Man United hat zum Beispiel hier noch Ronaldo. Ja. Ist halt vor Einsendeschluss passiert, das Ding. Wisst schon. Hier unten seht ihr die drei immer. Titan, Magician, Dominator. Hier fehlt jetzt zum Beispiel nur der Captain. Oben in der Mitte Harry Maguire. Ja, Tottenham ist noch von Base Cards ein bisschen low. Aber ja, auch Special Karten mäßig noch low. Weiter geht's mit Atletico Madrid. Der hat zum Beispiel jetzt Joao Felix, ist ja jetzt bei Chelsea. Aber da kannst du nichts machen, weißt du. Das ist halt. Ja, was willst du machen? Hier ist Jan Oblak. Fans war über Llorente. Hier unten seht ihr es wieder. Morata natürlich am Start. Gehen wir rüber zu Barcelona. Da sieht es noch komplett low aus. Special Karten nur zwei Stück. Captain hier, Fans Favorite Pedri, die Trikots. Real Madrid sieht auch noch nicht so super aus. Aber wird alles noch. Dann haben wir hier Marseille. Ja. Basekarten fehlt meistens immer eine, wenn manche noch ein paar mehr, aber hier seht ihr ja. Kommen wir als nächstes zu Paris. Da sieht es auch noch ein bisschen. Na ja, gut, hier drüben fehlt nur noch eine. Line-up. Aber, ja, wie gesagt, Messi, also die Karten, ich finde sie wunderschön. Bayern München ist einziges deutsche Team hier in der Serie. Ja, schade, dass Dortmund raus ist, aber haben halt eine exklusive Kooperation mit Tops. Hier Olympiakos. Hier seht ihr, die Special-Seite ist voll. So soll es dann aussehen, mit zwei Fans immer. Captain, Line-Up, Logo, Trikots und hier unten die drei Titan mit Schichten und Dominator, ja. Ja, hier Lech Poznań, was ist das, für irgendwas. Verhaber, ist noch leer. Inter Mailand, ja, sieht auch sehr gut aus schon. Base Cards, komplett 9 Stück. Eine hier unten fehlt noch, Magician. Ja, weiter geht's mit Juventus. Ja, die haben jetzt in der Liga 15 Punkte Abzug bekommen. Wegen irgendwas mit Spielern nicht richtig eingetragen, Werte und so. Das ist schon, ja. Ja, mal gucken, ob die noch die Champions League dadurch schaffen. Vermute ich nicht. AC Mailand fehlt auch nur noch eine Karte. Ja. Ja, wie gesagt, ich finde die Serie geil. Also, da ändert sich auch nichts dran. Ajax Amsterdam, ihr seht es hier unten noch leer, basemäßig. Hier fehlt dann nur noch das Logo. Dann kommen hier Lech Posen. Basekarten voll. Dafür fehlen hier unten noch relativ viele Specials. Ja, dann haben wir hier Sporting Lissabon.
Ja, ganz in Ordnung. So, dann kommen wir hier zu den Top-Keeper-Karten. Top-Keepers haben wir Ederson, Donnarumma, Oblak und Chesney. Von den Game-Changern habe ich Skov Olsen, Felice und Ünder. Blätter mal weiter um. Rising Stars habe ich Harvey Elliott, Balde, Tell, Fadabu und Taylor. Und hier von den Benzema halt vollständig nur drei Benzemas. Da gibt es dann Haaland und Lewandowski, die so aussehen. Wunderschön. Wenn ihr hier dann die neuen Karten sehen würdet, geil. Und Limited Editions, zwei Stück, Jamal, Musiala und Leroy Sané. Ja. Wie gesagt, mal gucken. Na, die Limits, da lege ich jetzt nicht so großen Fokus drauf. Ja, dann. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ein Like da lassen, könnt meinen Kanal abonnieren, aktiviert die Glocke. Ihr habt mal gesehen im Überblick, was mir jetzt in der Mappe fehlt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Fußballwochenende. Ja, kann sein, dass das Video erst 2 Wochen später rauskommt, wo ich es aufnehme oder so. Ich produziere mal vor. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß. Schönen Tag, haut rein, peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.